Okay, auch das wichtige Informationen. Ansonsten können wir hier nichts machen. Also hat sich doch gelohnt, hierher zu kommen, ein bisschen Informationen erhalten. Und dann gehen wir hier hoch. Das hört sich gefährlich an. Und ich habe ein bisschen Angst, dass dieses Viech da aus der Erde rauskam und uns einfach so in 0, nichts zerstückt hat. Habe ich doch ein bisschen mehr Respekt. Aha, was ist hier oben? Ist hier wer oder? Also besser wäre, wenn nicht. Plasmazellen, okay. Es tut uns wirklich leid. Wir haben so lange wie möglich auf dich gewartet. Aber wir müssen jetzt los. Wir fahren auf der Autobahn Richtung Wüste. Es gibt Gerüchte, dass es dort einen sicheren Ort gibt. Okay, also im Endeffekt finden wir hier Nachrichten. Alter, dass der uns nicht bemerkt hat. Ich weiß nicht, ob wir hier drin sicher sind oder nicht, weil da ist auch ein Riesenviech. Okay, komm, wir gehen. Ich weiß gar nicht, wo wir hingehen. Hauptsache, wir gehen erstmal. Wir müssen mal aufpassen, dass wir nicht von Regen in die Traufe kommen. Das kann natürlich wirklich passieren. Wir rennen irgendwo völlig planlos nachher her und dann haben wir ein Problem. Gut, wir müssen geradeaus gehen. Wir müssen da quasi vorbei. Hinter uns ist jemand. Hinter uns. Das war eine knappe Geschichte. Alter Falter. Die Straße, die müssen wir... Der müssen wir entlang gehen. Sieht voll schön hier aus mit den Blumen. Viel zu schade, um zu kämpfen. Gut, dann laufen wir mal. Wir haben es gleich geschafft. Gleich sind wir an Questziel angekommen. Wow. Also das Viech war schon krass da drin. Da habe ich auch gar nicht mit gerechnet. Da schläft er. Da war auch eins. Oh. Okay. Ja, wir haben null Chancen gegen die. Ich glaube, hier haben wir gar nichts verloren, oder? Wie seht ihr das? Ist das so krass, was wir hier gerade machen? Ich meine, wir gehen auch durch die ganze Welt. Das ist schon heftig. Das ist schon wirklich heftig. Ich glaube, wir sind hier einfach noch 5 Schritte zu weit. Vielleicht ist die Quest noch für ein paar Level höher. Ich weiß es nicht. Hä? Die Frage ist, wie kommen wir daran vorbei, bitte? Wir nehmen mal das Kraut natürlich mit. Das kennt ihr ja schon. Da ist noch ein Kraut. Ich glaube, wir brauchen so viel Kraut auch gar nicht, aber das ist wie Kraut und Rüben hier. Ja. Und dann laufen. 11% Gefälle gibt es hier. Naja, da geht zumindest bergab. Das ist ja schon mal was Positives. So, das Viech kommt, aber wir sind hier der Leitplank hinterhergegangen. Hier ist Durchfahrt verboten. Klingt verlockend. Aber ich hab ein bisschen Sorge. Ich glaube, wir haben hier nichts verloren. Das ist zu heftig, was hier passiert. Allerdings ist da ein Posten. Vielleicht sollten wir da doch hingehen. Ich glaube, wir gehen da mal hin. Vielleicht gibt es einen Teleporter. Den bräuchten wir jetzt wirklich, wirklich dringend. Alter. Steinschlaggefahr, okay. Aber ich befürchte, dass hier kein Teleporter ist.
Hast auch irgendwas im Wasser hinten? Gut, wir erforschen das Gelände hier jetzt nochmal. Ich glaube, die Treppe soll uns von irgendwas ablenken, oder? Ist hier irgendwas? Nee, ist auch immer die Frage, wie man vorgeht. Erst unten, erst oben, erst links, erst rechts. Wir können ja erstmal hier unten reingehen. Hier ist nichts. Ist auch sehr dunkel hier. Das ist wieder so eine Turbine. Aber hier können wir auch nichts machen. Rein gar nichts. Hier werden wir bestimmt irgendwann mal Questen haben. Ich kann es mir vorstellen, dass wir hier noch Questen bekommen. Autoabschaltung hat schon begonnen. Mist. Dann muss ich wohl selber raus, um alles klar zu machen. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Okay, wir haben zumindest schon mal drei Nachrichten. Das ist eine Ratte, das ist verschlossen. Was haben wir hier, den Spinz? Ja, kann man mal mitnehmen. Trockenfleisch, oh, und Elix. Ja, natürlich alles, liebes Spiel. Wir sind ja ganz bescheiden. Flugblatt. Okay, also die Ebene haben wir durch. Dann gehen wir mal nach oben. Hier so ein Staudamm. Also auch echt cool, die Kulisse hier. So, dann gehen wir hier mal hoch. Und schauen mal, ob wir hier was finden. Sieht nicht so aus. Ah, da ist noch ein Eingang. Achso, hier drin hätten wir auch hochgehen können. Ja, das habe ich vor Dunkelheit nicht gesehen, gestehe ich. Wir gucken mal. Speere haben wir hier. Die Ventile können wir nicht nehmen, den Hammer können wir aber nehmen. Systeme klar. Jetzt brauchen wir den ganzen Saft. Gute Arbeit. Wir werden jetzt zur Zentrale gehen. Den Rest überlassen wir dem Autopiloten. Okay. Dann gehen wir mal aufs Dach. Was haben wir denn da noch Tolles? Wir sammeln erstmal alles ein. Eine zurückgelassene Nachricht hatten wir auch. Ich weiß nicht, ob wir die hier aufrufen können, diese Nachricht. Und wir sind auch schon da. Ne? Also wir müssen hier nur zurück, hier rum und dann sind wir schon da. Also das ist ein Riesenvorteil. Zigaretten haben wir noch. Ich glaube, wir müssen hier einmal überall rübergehen, ansonsten zeigt er uns das immer als neu an. Nur damit wir hier mal die ganzen Ausrufezeichen wegkriegen. Ist sonst ein bisschen irritierend. Man, leider kann man nicht alle deselektieren. Und das wäre gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. So. Heilpflanzen. Und was haben wir hier? Brausen. Bier. Gebratenes Fleisch. Ah ja, wir waren ja an dieser Feuerstelle. Ich entsinne mich. Sehr schön. Und was haben wir hier? Ein guter Löffel. Was auch ever ein guter ist. Wahrscheinlich das Gegenteil von einem schlechten. Damit wir in Zukunft neue Dinge einfach schneller finden, macht das, glaube ich, Sinn, die regelmäßig zu, ja, rüber zu gehen hier. So, auch da macht das halt Sinn. Unverkäuflich. Ja, mit den Waffen müssten wir uns auch mal auseinandersetzen. Lernpunkte haben wir übrigens zwei. Aber den kriegen wir hier nicht weg. Halt! Ich will da wieder rein.
Wie gesagt, ich würde am liebsten alles einmal... wegmachen. Und mit diesen zwei Punkten müssten wir auch eigentlich was machen können. Und wir haben Attributpunkte. Schaut euch mal an, wie viele Punkte. Also da müssen wir auch regelmäßig drauf gucken. Ermöglicht bestimmte Fähigkeiten zu erlernen. Das war das zum Beispiel mit den Überreden, ne? Was haben wir hier? Gerissenheit gibt soziale Kompetenz wieder. Sie ermöglicht bestimmte Fähigkeiten zu erlernen. Und sofern du Outlaw bist, erhöht es dauerhaft. Okay, was haben wir hier noch? Geschick gibt die Agilität in Wandheit sehr erhöht. Ermöglicht dir bestimmte Gegenstände zu benutzen, um Fähigkeiten zu erlernen. Ja, geschickt wird zum Beispiel wahrscheinlich auch der Diebstahl sein. Ich kann es mir vorstellen. Wir nehmen es mal mit. Was haben wir hier? Kondition gibt eine körperliche Verfassung wieder. Sie wird dauerhaft die Lebensenergie. Ja, das sollten wir definitiv auch machen. Und der Rest geht in Stärke. Ich glaube, das machen wir erstmal. Übernehmen. Es kann nicht schaden. Und wir haben hier zwei Lernpunkte. Intelligenz hätten wir benötigt. Intelligenz. Und jetzt wissen wir nämlich, wie es funktioniert. Das bedeutet, Schlösser knacken ist nicht so schlecht. Sollte man definitiv mitnehmen. Intelligenz wird vorausgesetzt. Alternativ, was können wir jetzt überhaupt machen? Ist echt schlecht. Wir können noch nicht so wirklich viel. Selbst hier noch nicht. Ja gut, ein kleines bisschen dauert es halt noch. Stärke, Granaten. Ja, aber Granaten will ich nicht wirklich. Jetpack gibt die Möglichkeit, einen speziellen Nahkampfangriff mit Jetpack auszuführen. Wie geil ist das denn bitte? Wie geil ist das denn? Aber 50... Oh, und Intelligenz ist richtig. Also bis wir uns hier entwickeln, wird wohl ein bisschen Zeit vergehen. Es ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, wir sind ganz kurz davor, das zu lernen. Aber wahrscheinlich ist das auch so gewollt. Na, es darf halt ein bisschen Zeit. Schalte Gelehrte frei zunächst. Widerstand gegen Gift. Neue Ausrüstung. Schalte die Fähigkeit frei, magische Waffen zu verbessern. Zugang zu magischen Kräften. Kann ich alle lernen? Nein, ne? Das ist der Berserker. Das wäre der Outlaw, den könnten wir auch machen. Oder alternativ den Kollegen hier. Damit setzen wir uns aber auseinander. Bevor wir hier irgendwas machen. Was hatte die Schalte gegen Freiheit? Zusätzliche Widerstand gegen Strahlung. Neue Ausrüstung bei Genhändler. Schalte die Fähigkeit frei, mechanische Waffen zu verbessern. Keine XP-Malus mehr auf Stims. Mehrere Stims gleichzeitig einsetzbar. Okay. Also Outlaw ist schon gar nicht so schlecht. Das ist die Persönlichkeit. Und hier haben wir die Kleriker. Schalte die Gilden frei. Zusätzlich Widerstand gegen Feuer. Neue Ausrüstung bei Gildenhändler. Schalte die Fähigkeit frei, Energiewaffen zu verbessern. Zugang zu... Ja, da weiß ich noch nicht so genau, was wir machen. Das werden wir sehen, liebe Leute. Das werden wir sehen. So, das ist das Beste überhaupt. Schade, hier ist nichts. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, hier rumzugehen. Wir machen es einfach mal. Was haben wir zu verlieren? Nicht wirklich viel. Na, hopp. So, dann schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja hier irgendwas. Ich kann mir nicht vorstellen. Doch, haben die das echt ohne... Wollen wir da mal hoch? Wir gehen da mal hoch. Ich bin mal sehr gespannt, was wir da oben finden. Eine sehr interessante Sache. Oh, oh, nicht runterfallen. Das wäre schlecht. Ich weiß gar nicht, ob das so gewollt ist, was wir jetzt hier gerade machen. Ich würde sagen, tendenziell ist das völlig verrückt. Ah. Ah. Langsam wird es lebensgefährlich. Wir müssen warten, bis der Jetpack sich lädt. Alter Falter, ist das heftig.
Okay, wir schauen uns die Karte mal an. Wo sind wir hier? Ich weiß nicht, es muss doch mal so einen Teleporterpunkt geben. Den würde ich gerne haben. Alter, wie cool ist das hier oben bitte? Aber ich... Ah, hier ist ein Teleporter! Teleporter, Teleporter. Das heißt, wir können hier jederzeit her teleportieren. Das ist super. Ich glaube, bei denen dürfen wir uns nicht blicken lassen. Okay. Dann würde ich sagen, folge mir. Ja, die Musik kann aus. Da sind wir, glaube ich, gut geflohen. Da haben wir uns gut angestellt. Wir düsen jetzt hier durch. Das sind nur Ratten, da brauchen wir keine Sorgen haben. Aber wie gesagt, nach wie vor glaube ich, dass das echt krass ist, was wir hier machen. Hallo, Kollegen, hallo. Das Problem ist, wir kommen da auch nicht hoch. Wir müssen hier unten jetzt lang. Da hast du ein Pflänzchen. Wir nehmen es mit. Einfach, weil wir es können. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da hochkommen. Okay, ich dachte, wir schmieren da richtig ab. Wir können ja mal hier hochgehen. Na, geh hoch und hier hoch. Wir können hier bei den Containern ja auch nochmal kurz forschen. Aber generell ist hier nichts. Da war das Brot noch. Nö, ich würde mal sagen, hier können wir nichts gewinnen. Wir können hier nochmal hintergucken. Ist leider auch nichts versteckt. Aber was haben wir da? Eine Zigarettenstange. Das kann ja nur eine Marlboro gewesen sein. 200 Zigaretten. Vielleicht war es auch eine West. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich da nicht so aus mit Zigaretten. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir nur kurz aufladen lassen, dass wir den Rest auch noch schaffen. Und dann sind wir doch oben bei der Brücke.